Hören Teil 4. Der Moderator der Sendung Aktuell diskutiert mit Bettina Wedel, Leiterin der deutschen Flugsicherung, und Michael Krutschke, Vorstandsvorsitzender der Low-Cost-Airline Schnellflug GmbH, zum Thema Billigfluglinien gegen Linienfluggesellschaften. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage Billigfluglinien oder Linienfluggesellschaften. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Bettina Wedel, Leiterin der deutschen Flugsicherung in Frankfurt, und den Vorsitzenden der Low-Cost Airline Schnellflug GmbH, Michael Krutschke. Die Bundesbürger sind ja Spitzenreiter beim Reisen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fliegen immer mehr Passagiere mit Billigfluglinien. Frau Wedel, warum? Das liegt zum einen an dem starken Interesse der Bundesbürger am Reisen, aber auch an den hohen Kosten der großen Fluglinien. Und der Bürger möchte eben günstig fliegen, das ist doch klar richtig unser motto ist bring den gast zum bestmöglichsten preis an seinen gewünschten ort wir würden auch nicht mehr geld verlangen nur um einen höheren profit zu erzielen na ja ich möchte ihr vorhaben nicht schlecht machen aber das geld das die airlines ausgeben wird ja in erster linie für die sicherheit ausgegeben und dies hat eben höchste priorität ist das bei ihnen gewährleistet? Wer hat denn gesagt, dass wir uns nicht für die Sicherheit einsetzen? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Wir haben die jüngste Flotte in Europa und fliegen ausschließlich mit den besten Flugzeugtypen. Warum sollten wir den Gästen keine Sicherheit bieten? Welche Airline tut das bitte? Frau Wedel, Sie sprechen da etwas an, wovon viele Menschen nichts wissen. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? Die Airlines haben bestimmte Ausgaben wie zum Beispiel Spritpreise, Flughafenmieten für Parkpositionen, Gehälter, aber es werden auch Summen an Gelder für die Sicherheiten ausgegeben. Die Maschinen werden täglich gewartet, damit die Passagiere sicher fliegen können. Das passiert bei Billigfluglinien nicht in demselben Maße. Unsere Airline besteht schon seit sieben Jahren und wir haben nie einen Vorfall gehabt, geschweige denn einen Unfall mit Verletzten, ja sogar Toten wie bei anderen Airlines. Warum gibt es dann diesen Streit zwischen den Airlines? Wir sind doch auf einem freien Markt. Ist das nicht fairer Wettbewerb? Laut Meldungen der Flugsicherheitskontrolle machen diese Fluglinien das wenige Nötigste, haben aber trotzdem laut Gesetz die Erlaubnis zu fliegen. Außerdem fließt bei solchen Fluglinien das Geld durch andere Ressourcen wieder herein. Wenn man zum Beispiel Übergepäck hat oder wenn man seine eigene Bordkarte nicht ausgedrückt hat, dann gibt es Preisaufschläge, die den gesamten Betrag in die Höhe steigen lassen. Dieses Geld fließt aber in die Kassen der Airlines, nicht in die Sicherheit. Wenn Sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, haben Sie dieselben Abgaben am Flughafen. Für Übergepäck zahlt man einfach mehr. So ist das festgeschrieben. Eine Airline würde nie verlangen, Bordkarten auszudrucken, würde nie viel Geld für ein Übergepäck verlangen und drückt schon mal ein Auge zu, wenn der Koffer ein Kilo mehr wiegt. Warum machen Sie das Gegenteil? Das ist einfach. Je mehr Koffer ich habe, desto mehr Sprit verbraucht man in der Luft. Kerosin ist seit den Konflikten im Nahen Osten nicht mehr billig. Aber für Kosten, die man nicht verschuldet, sollte man auch nicht extra zahlen. Ist doch plausibel, oder? Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass das Prinzip eher unlukrativ geworden ist. Die Billiglinien benutzen ja nicht die zentralen Flughäfen einer Stadt, sondern alte Militärflughäfen fernab von den großen Städten. Das bedeutet im Klartext für einen Passagier, dass er den weiten Weg zum Flughafen aufnehmen muss. Dieser Weg ist in der Regel viel weiter und teurer, das muss man sich dann doch zweimal überlegen, ob man sich auf den Weg dorthin macht. Ich finde, da übertreiben Sie sehr. Wir fliegen auch von zentralen Flughäfen ab, aber wir fliegen eben auch von dezentralen Flughäfen ab. Wir fördern somit die Wirtschaft einiger Orte. Ist das nicht super? Machen das denn nicht auch die großen Airlines, Frau Wedel? Ja sicher, jeder Konzern schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft einer Stadt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Billigfluglinien nicht dasselbe tun, keine Frage. Dann frage ich mich, wo der Unterschied ist. Warum gibt es den Streit zwischen den Billigfluglinien und den Linienfluggesellschaften? Ich glaube, das liegt am hohen Wettbewerb. Große, renommierte Fluglinien können dem Wettbewerb nicht standhalten und das ist es, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Sie können nicht einfach dieselben Angebote machen wie wir. Außerdem bieten wir wirklich tolle Flugziele an und ändern unser Streckennetz je nach Bedarf. Dem kann ich nicht zustimmen, kann es aber auch nicht abstreiten. Ich bin für die Sicherheit in der Luft zuständig und wenn diese nicht gewährleistet ist, dann müssen wir als Behörde eingreifen. Das haben wir bereits bei einigen Fluggesellschaften gemacht, die die Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten konnten. Es gibt hierfür auch eine Liste der Fluggesellschaften, die weder in Deutschland landen noch unseren Luftraum betreten dürfen. Also im Grunde ist es egal, ob Sie mit der einen oder anderen Fluglinie fliegen. Es geht mehr darum, wie sehr man darauf vertraut, sicher zu fliegen und was man für einen Flug zahlen möchte. Hm, nein, sicher nicht. <laughs> ja, das ist richtig. Die Sicherheit geht vor. Sonst würden die Dinger womöglich vom Himmel fallen und das wäre nicht sehr gut. Frau Wedel, Herr Krutschke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt aktuell. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage Billigfluglinien oder Linienfluggesellschaften. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Bettina Wedel, Leiterin der deutschen Flugsicherung in Frankfurt, und den Vorsitzenden der Low-Cost Airline Schnellflug GmbH Michael Krutschke. Die Bundesbürger sind ja Spitzenreiter beim Reisen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fliegen immer mehr Passagiere mit Billigfluglinien. Frau Wedel, warum? Das liegt zum einen an dem starken Interesse der Bundesbürger am Reisen, aber auch an den hohen Kosten der großen Fluglinien. Und der Bürger möchte eben günstig fliegen, das ist doch klar richtig unser motto ist bring den gast zum bestmöglichsten preis an seinen gewünschten ort wir würden auch nicht mehr geld verlangen nur um einen höheren profit zu erzielen na ja ich möchte ihr vorhaben nicht schlecht machen aber das geld das die airlines ausgeben wird ja in erster linie für die sicherheit ausgegeben und dies hat eben höchste priorität ist das bei ihnen gewährleistet? Wer hat denn gesagt, dass wir uns nicht für die Sicherheit einsetzen? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Wir haben die jüngste Flotte in Europa und fliegen ausschließlich mit den besten Flugzeugtypen. Warum sollten wir den Gästen keine Sicherheit bieten? Welche Airline tut das bitte? Frau Wedel, Sie sprechen da etwas an, wovon viele Menschen nichts wissen. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? Die Airlines haben bestimmte Ausgaben, wie zum Beispiel Spritpreise, Flughafenmieten für Parkpositionen, Gehälter, aber es werden auch Summen an Gelder für die Sicherheiten ausgegeben. Die Maschinen werden täglich gewartet, damit die Passagiere sicher fliegen können. Das passiert bei Billigfluglinien nicht in demselben Maße. Unsere Airline besteht schon seit sieben Jahren und wir haben nie einen Vorfall gehabt, geschweige denn einen Unfall mit Verletzten, ja sogar Toten wie bei anderen Airlines. Warum gibt es dann diesen Streit zwischen den Airlines? Wir sind doch auf einem freien Markt. Ist das nicht fairer Wettbewerb? Laut Meldungen der Flugsicherheitskontrolle machen diese Fluglinien das wenige Nötigste, haben aber trotzdem laut Gesetz die Erlaubnis zu fliegen. Außerdem fließt bei solchen Fluglinien das Geld durch andere Ressourcen wieder herein. Wenn man zum Beispiel Übergepäck hat oder wenn man seine eigene Bordkarte nicht ausgedrückt hat, dann gibt es Preisaufschläge, die den gesamten Betrag in die Höhe steigen lassen. Dieses Geld fließt aber in die Kassen der Airlines, nicht in die Sicherheit. Wenn Sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, haben Sie dieselben Abgaben am Flughafen. Für Übergepäck zahlt man einfach mehr, so ist das festgeschrieben. Eine Airline würde nie verlangen, Bordkarten auszudrucken, würde nie viel Geld für ein Übergepäck verlangen und drückt schon mal ein Auge zu, wenn der Koffer ein Kilo mehr wiegt. Warum machen Sie das Gegenteil? Das ist einfach. Je mehr Koffer ich habe, desto mehr Sprit verbraucht man in der Luft. Kerosin ist seit den Konflikten im Nahen Osten nicht mehr billig. Aber für Kosten, die man nicht verschuldet, sollte man auch nicht extra zahlen. Ist doch plausibel, oder? Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass das Prinzip eher unlukrativ geworden ist. Die Billiglinien benutzen ja nicht die zentralen Flughäfen einer Stadt, sondern alte Militärflughäfen fernab von den großen Städten. Das bedeutet im Klartext für einen Passagier, dass er den weiten Weg zum Flughafen aufnehmen muss. Dieser Weg ist in der Regel viel weiter und teurer. Das muss man sich dann doch zweimal überlegen, ob man sich auf den Weg dorthin macht. Ich finde, da übertreiben Sie sehr. Wir fliegen auch von zentralen Flughäfen ab, aber wir fliegen eben auch von dezentralen Flughäfen ab. Wir fördern somit die Wirtschaft einiger Orte. Ist das nicht super? Machen das denn nicht auch die großen Airlines, Frau Wedel? Ja sicher, jeder Konzern schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft einer Stadt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Billigfluglinien nicht dasselbe tun, keine Frage. Dann frage ich mich, wo der Unterschied ist. Warum gibt es den Streit zwischen den Billigfluglinien und den Linienfluggesellschaften? Ich glaube, das liegt am hohen Wettbewerb. Große, renommierte Fluglinien können dem Wettbewerb nicht standhalten und das ist es, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Sie können nicht einfach dieselben Angebote machen wie wir. Außerdem bieten wir wirklich tolle Flugziele an und ändern unser Streckennetz je nach Bedarf. Dem kann ich nicht zustimmen, kann es aber auch nicht abstreiten. Ich bin für die Sicherheit in der Luft zuständig und wenn diese nicht gewährleistet ist, dann müssen wir als Behörde eingreifen. Das haben wir bereits bei einigen Fluggesellschaften gemacht, die die Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten konnten. Es gibt hierfür auch eine Liste der Fluggesellschaften, die weder in Deutschland landen noch unsere Luftraum betreten dürfen. Also im Grunde ist es egal, ob Sie mit der einen oder anderen Fluglinie fliegen. Es geht mehr darum, wie sehr man darauf vertraut, sicher zu fliegen und was man für einen Flug zahlen möchte. Hm, nein, sicher nicht. <laughs> ja, das ist richtig. Die Sicherheit geht vor. Sonst würden die Dinger womöglich vom Himmel fallen und das wäre nicht sehr gut. Frau Wedel, Herr Krutschke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, aktuell.